Ihr Sir. Laserpistole aus Flensburg. Was läuft, was läuft, was läuft? Jetzt mit Jona. Aber ganz kurz, wer ist das jetzt von Flensburg, da die Crew Flensburg? Ja, der war in Maves Videos immer und der ist jetzt mittlerweile mit Dazzo irgendwie befreundet. Der ist bekannt, okay. Der ist bekannter, aber den hat man nicht mitbekommen nach dem VBT. Und warum steht da Lars Peter Ole oder Ole oder was? Gute Frage, der kommt aus Flensburg, vielleicht ist der Name. Okay, vielleicht schreibt er einfach seinen normalen Namen da rein. Okay. Ja, nice. Dann lass mal anfangen. Oh. Yeah. Hackt's bei dir auch? Ah, okay. Ey, das ist Boom Bap, check mich aus. Was ist jetzt dein Foul? Echter Sound, du kriegst direkt aufs Maul. Ich hab keinen Plan, was du dir einbildest. Ich mach Mucke, wie ich bin. Du machst Mucke, wie du sein willst. Du hast Neid im Auge, haben wir schon erkannt. Und ist mir egal, welche Farbe dein scheiß Hoodie hat. Mag ja sein, dass ich nichts richtig kann. Aber wenn ich mich nicht blicken lass, dann fick ich grad. Wenn die Wichser labern wollen, Dicky, ich bin grad gekommen. Hab dann ein, zwei Parts gedroppt, danach deiner Perle auf den Arsch gehauen. Alter, gar kein Bock auf Fake-Scheiß, rede dir ruhig selbst ein, deine Tapes waren alle endgeil. Ey, du Versager, bist du echt so dumm? Denkst du, du bist wichtig, wenn du ständig auf richtig tust? Keiner kennt den Hintergrund und in Wirklichkeit als Mensch eine Null. Yeah, ist doch so. Und sie fragen, was los ist, Clark in der Hose, ich bin Lars Peter Ole. Ey, und ich fahre den Opel, lad die Pistole, okay. Ich bin Lars Peter Ole. Ey, und sie fragen, was los ist, Schwanz in der Hose, ich bin Lars Peter Ole. Ey, ich bin harter Ganove, lad die Pistole, ich bin. Okay, ich bin nicht Lars Peter Ole. Ich feier das. Also ich finde, hat sich ganz gut angehört, so. Aber gesagt hat er nicht viel, oder? Ah, ich muss stoppen. Ja. Aber ich finde das gut, dass wir auch so Gangster-Shit in VBT haben. Oder One Battle. Ist das Gangster-Shit? Ja, ein bisschen. Ist das für dich Gangster-Shit? Glack in der Hose? Stell mal, der holt die raus. Stell mal, der geht einkaufen. Ja, das ist ja so ähnlich wie bei Dupasch. Der hat ja auch immer gesagt, er schießt mit der Shotgun. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen so Style-Geflex, oder nicht? Bei Dupasch, der ist ein Familienvater. Der Mann ist harmlos. Dem Mann würde ich alles glauben. Mhm. Aber jetzt, ich weiß es nicht. Für mich war das eher so Oldschool-Shit. Ja, so Mischung. Und dann so einer auf lustig, Lars Peter Ole. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut. Es ist gut gerappt. Es hat so einen coolen Style an sich. So. Voll. Ultra gut gerappt. Attitude cool. Er muss sich aber im Turnier noch finden. Man merkt, dass er sonst nicht so Battle-Sachen macht. Also. Ja. Hoffentlich kommt er. Der kommt auf jeden Fall rein. Der hat Rücken. Klasse. Und Glock in der Hose hat er auch. So. Nicer Schluss.